Mainz 05 gegen die Mühlis. Wir mal einen Punkt holten. In der Vorrunde mit einem 1:1 gegen Hertha BSC Berlin. Wie das gehen kann, haben wir gerade gesehen. Bei Bayern und dem 1. FC Köln. Wir sind jetzt sehr gespannt, ob die Mühlis vielleicht auch die faustdicke Überraschung schaffen können. Und der Ziel wäre übertrieben. Es ist mehr ein großer Traum, den die Mühlis haben. Guido Meisenberg sagte es und auch Clemens Struck, Spieler vom SV Schnathorst. Das Viertelfinale, das wäre ein großer Traum. Aber Mainz war bärenstark. Jetzt lange Ball auf Rabach, auf Wutzke. Wutzke, große Chance! Der Ball geht übers Tor. Hat bisher noch kein Abschlussglück. Der Zehner der Mühlis. Spieler vom SV Eidinghausen-Werste. Oh, dann ein Distanztor. Nico Ericke. Aber Vincent Lambert auf den falschen Fuß erwischt. War nicht komplett unhaltbar aus, aber wirkt etwas überrascht. Vielleicht war die Sicht auch etwas verdeckt. 1:0 für den Favoriten. Für die Mainzer. Jetzt auf der Linie geklärt. Ausspiel. Gepfiffen von Schiedsrichter Christian Westermann vom FC Lübbecke. Er mit seiner ersten Partie am heutigen Tage. Wie gesagt, gerade für Thomas Lauf im Spiel Köln gegen Bayern, schwerster Ball, aber das insgesamt, glaube ich, gut gemacht. Während es hier die nächste Schusschance für die Mainzer gibt. Die mal ebenso mit 9 Punkten durch die Vorrunde marschiert sind. 4-3 gegen Hannover, 2-1 gegen Dortmund und 4-3 gegen Köln. Alles enge Spiele. Aber insgesamt dann doch verdiente Siege. Für Mainz 05. Spiel hier über die Bande, aber wieder ist es Nico Meier von Holzhausen, der hier den Ball klärt. Jetzt fährt die Chance, aber dann ist der Mainzer Fuß dazwischen. Das ist für Thielemann, der den Ball verloren hat, aber er sich jetzt wieder erkämpft. Doppeltorschütze gegen Werder Bremen. Gut geblockt hier. Der Ball von Jannis Kartenbrink. Vom FC Preußen Espelkamp. Ah, Ball muss eingeschossen werden. Ist immer noch ein Gewöhnungsprozess für die Spieler. Clemens Struck, ah, keine gute Ballverarbeitung in diesem Moment. Jetzt Abschlussversuch von Finn Thielemann. Links vorbei. Lambert. Hat aufgepasst. Jetzt die Mainzer hier 2 gegen 2. Da kommt von hinten. Ah, das war nicht clever. Janis Kartenbrink.
Waren sie eigentlich in Überzahl? Die Attacke von hinten. Mangolo legt den Ball zurück. Auf Leon Müller. Jetzt Alex Steinbach am Ball. Olangolo. Olangolo. Bleibt am Ball. Einer gegen alle. Der lange Ball. Verteidigt. Und alles, was die Mühlis brauchen, ist ein enges Ergebnis. Es reicht wie gegen Berlin. Vielleicht ein Ausgleich kurz vor Schluss. Müssen hier keine verrückten Dinge machen. Die intensiven Duelle an der Bande. Und er kann passen! Der passt! Der passt! 1-1! Er kann selbst kaum glauben! Mika Vorneder, da muss er selber lachen. Spieler vom SV Eidinghausen, Werste. Ich kriege das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Unverhofft kommt oft. Tolles Tor. Ich möchte heute mal hören, wer das Tor gemacht hat. Tor für die! Für die! Für die! 1-1 durch die Nummer 8, der Mühlenkreiser Fall, Mika Vorneder. Sie haben eine bessere Zweikampfquote als noch gestern, als die meisten Duelle verloren gingen. Sind heute wesentlich besser in den Zweikämpfen. Das ist wieder Wutzke. Jetzt die Drehung, vielleicht mit Bande. Rabach war dann Position gelaufen. Kapitän der Mühlis. Oh, das war über Hastep gespielt. Und es wird fast bestraft. Grätsche am Mann natürlich verboten, aber das war wichtig. Freistoß für die Mainzer. War wichtig. Ja, Ursache war da die zu früh ausgeführte Ecke. Da waren die Mühlis noch gar nicht in Position gelaufen. Da fehlte etwas die Ruhe. Aber alles gut gegangen. 7 Minuten vor Ende der Partie steht es 1-1. Wieder Wechsel bei den Mühlis und bei Mainz. Mühlis! Mühlis! Genau, weiter und weiter, auf geht's heute! Mühlis! 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 Komm, und die Klasse unter Hilfe unter Mannschaft, auf geht's! Schussversuch, Lampen! Thielemann. Langer Ball. Ah, schade, wenn er gegen die Bande fliegt. Dann kommt Struck hier frei zum Schuss. Die Möglichkeit war da. Wenn uns Fans aus Mainz zuhören, das mit dem Schade, das muss man uns natürlich etwas nachsehen, dass wir hier der heimischen Auswahl die Daumen drücken. Natürlich gönnen wir auch den Mainzern alles Glück dieser Welt, aber ein bisschen Parteilichkeit sei uns in diesem Moment zugesagt. Chance für Clemens Struck. Johannes Kartenbrink jetzt an der Bande. Macht Druck drauf, da muss Struck jetzt schnell rüberschieben, um wieder Druck auf den Ball für den Spieler zu machen. Finn Wiese jetzt im Duell. Ja, und diese Drehung dürfen sie nicht zulassen. Etwas mehr außen zudecken. Dann ist der Laufweg dicht. Das ist der große Schwachpunkt gestern, vor allem gegen Werder Bremen. Als 3 der 4 Tore genau aus solchen Situationen gefallen sind.
Und die Halle ist nochmal da. Für die Mühlenkasters Fall. Aufs Netz. Ah, schade, wenn der Ball etwas kontrolliert kommt, dann gehen sie mit 2 gegen 1 auf Alex Steinbach zu im Tor der Mainzer. Und jetzt Innenpfosten aber. Die Mühle ist im Glück, aber dieses Glück brauchst du, wenn du hier ein Wintermärchen schreiben willst. Sie bräuchten jetzt für die zweite Luft einen positiven Abschluss. Ich glaube, das würde nochmal richtig Schub geben. Den Mut nochmal geben. Das ist Clemens Struck, der den Ball behauptet. Kartenbrink. Abschlussversuch geblockt. Nochmal Struck. Thielemann. Jetzt schnell die Ordnung finden. Hinter den Ball kommen. Klasse über die Bande. Das war auch ein grätschender Mann und Freistoß für die Mühlenkreisauswahl. 3 Minuten 30 vor Ende der Partie. Jetzt noch die Chance. Abschuss in den Pfosten. Das gibt's doch nicht. Den hat die Hälfte der Halle schon drin gesehen. Finn Thielemann im Pech. Toller Abschluss. Hier ist was drin für die Mühlenkreisauswahl. Hätte ich ihr nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich, nach der Vorrunde. Dafür wirkte Mainz auch zu stark. Aber wir werden hier schon zum zweiten Mal eines Besseren belehrt. Basamci jetzt, der natürlich kaum zu verteidigen ist mit seiner Statur. Struck und Kartenbrink jetzt vorne. Thielemann reibt sich da auf. Und das Tor zählt nicht. Christian Westermann pfeift ihn zurück. Zu Blamansatz gegen Thielemann, der sich da mit allem reingeschmissen hat, was ging. Halten Sie hier das 1-1. Und bringen den jetzt noch Meter schießen. Jetzt die Chance, werde mal auf den Ball gewinnen. Jetzt Schako Onangolo, legt den Ball zurück. Sie reiben sich auf. Sie kämpfen, sie fighten fürs Weiterkommen. Abschlussversuch hier. Wieder geklärt. Gut aufgepasst von Rabach. Jetzt einkicken. Wach sein. Über die Bande. Laburn mit der Parade. Ganz wichtig. Gute Minute noch auf der Uhr. Jetzt noch einmal alles raushauen, alles rauspressen, was hier drin ist. Und dann haben wir Minimum einen 9-Meter-Schießen. Und das wäre der Wahnsinn. Abschlussversuch. Jetzt wach sein. Gut gerettet von Rabach. 50 Sekunden auf der Uhr. Eingeschossen. Torabstoß. Das gibt wieder ein bisschen Zeit. Langer Ball jetzt für Wutzke. Kommt er nicht ran. Steinbach mit dem langen Ball nach vorne. Rabach jetzt mit dem Ball gewinnen, ganz wichtig. Wutzke macht nochmal Druck. Boger genauso. Fuß vor, Fuß vor. Das gibt's nicht. 30 Sekunden vor Abschluss. Boger kommt nicht mit. Schako. Onangolo reicht die Einzelaktion.
bitter, das war auch vermeidbar. Bisschen mehr Entschlossenheit, bisschen mehr Druck drauf. Aber wir haben noch 24 Sekunden auf der Uhr. Jetzt Überzahl, 3 gegen 1. Nicht gespielt, Abschluss Rava! Butzke! 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 2-2! Die Halle tobt! 10 Sekunden noch auf der Uhr, das Spiel ist noch nicht vorbei. Die Müllis mit einem Fuß im 9-Meter schießen! Nein! Das gibt es nicht! 3-2 Mainz. Leon Müller. Da waren sie nicht wach. Da waren sie zu euphorisch. Eine Sekunde auf der Uhr und Schluss. Die Müllis verlieren. Last second mit 3-2 gegen Mainz 05. Ist das bitter? Aber es gibt Standing Ovations und Riesenapplaus. Oh Mann!